Hi Leute, kurzer Vlog, weil ich gerade Bock drauf habe. Zur Abwechslung habe ich mal die Kamera so gestellt, dass man da oben meine epische Parth-Girlande sehen kann. Ich glaube, ich habe die schon mal gezeigt irgendwann, aber kann man sie da? Großes Schaf. Albino-Schaf. Evil Path und so, ne? Also ganz viele Rainbow Paths und Evil und Albino und ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem Weißabgleich von meiner Kamera. Ich habe das jetzt so also, komischerweise, wenn es dunkel ist draußen und Nacht, also da ist mein Fenster, da ist gerade scheißen dunkel, also so da kann man nichts draus sehen, da sieht man die Spiegelung von meinem Zimmer und sonst nichts, weil dunkel. Und dann ist merkwürdigerweise das Licht in meinem Zimmer ganz in Ordnung, weil da oben habe ich eine Lampe und dann passt das alles und bla. Er weiß aber gleich stimmt immer noch nicht, weil meine roten Haare kommen man da nicht ganz rüber. Die sehen immer noch sehr braun aus, finde ich. Na, ach, ist jetzt auch egal. Ich habe gerade längere Zeit gebastelt und dabei extrem den Anime The Gray Man gesuchtet, den ich euch, by the way, mal empfehlen möchte. Ja, super Vorbereitung, Stampus. Das werde ich jetzt nicht rausschneiden. Ich möchte euch den Anime-Manga The Gray Man empfehlen. Band 18 bis 21. Awesome! Die anderen Bände habe ich gerade keinen Bock in die Kamera zu zeigen. Die lagen nur gerade vor meinem Bett, weil ich die mal wieder durchgeblättert habe. Und ich bin gerade wieder in einer extremen The Gray Man-Anime-Suchtphase. Ich glaube, ich habe mir davon 2 oder 2,5 Tagen 25 Folgen durchgesuchtet. Ich glaube, gerade eben, wo ich am Basteln war, sehr, sehr viele. Mindestens 12 gerade eben. Also ich habe den ganzen Abend, Nachmittag gebastelt und gleich gehe ich erstmal schön baden. Ich möchte euch kurz das Ergebnis zeigen, was ich heute gebastelt habe. Holz. Awesome. Ich muss zwischendurch auf den Bildschirm gucken, damit ich sehe, wie ich das so hier so präsentiere. Wenn ich meine Hände zu schnell bewege, verwischt das. Das ist voll geil. Also hier. Holz. Habe ich gebastelt. Womit? Mit einer Menge hiervon. Das ist Sandpapier. Mit ein bisschen davon. Das ist Holzleim. Ups. Mit natürlich Holz. Wow. Und mit einem Dremel. Also hier, da, Dremel sieht aus wie ein Stethoskop oder nee, Quatsch. Wie nennt man es nochmal? Das ist ein Endoskop, genau. Aber nein, das ist ein Schleifer. Hier, da, Schleifaufsatz. Dort. Bildschirm? Kamera. Bildschirm? Kamera. Ich krieg's nicht hin. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen an fett guter Laune. Nein, eigentlich nicht, aber jetzt gerade in genau diesem Moment gute Laune. Sonst, ja, egal. Da. Schleif irgendwas, Dremel halt. Okay, ihr habt schon gemerkt, in den letzten paar Vlogs war es ein bisschen merkwürdig. Was habe ich zuerst gezeigt? Zuerst habe ich mein Beinholster gezeigt, dann habe ich meine roten Haare gezeigt und den tollen Hut. Und jetzt zeige ich dieses lustige Holzdingens hier. Ich zeige euch mal, wozu das gut ist. Ich habe hier meinen lustigen kleinen Revolver, diesen Spielzeugrevolver, den ich bei mir auf dem Dachboden gefunden habe. Und da mache ich jetzt folgendermaßen was mit. So. Ist noch nicht ganz fertig, da muss oben noch eine Kappe drauf, aber im Prinzip stellt euch das jetzt alles silbern angesprayt vor und ihr habt einen Trommelrevolver mit schwarzer Balken. Nein, Holzbalken. Also ihr habt da denn so einen Trommelrevolver, hier, da, Trommelrevolver. Mit einem Lauf von einem normalen von einer normalen Pistole, also. Ich glaube, man merkt, ich bin was am Vorbereiten. Ratet mal. Einige von euch waren bei den roten Haaren schon ziemlich dicht dran, aber ihr könnt noch mal ein bisschen spezieller werden. Ich glaube, ihr solltet fast genug Tipps haben. Es kommt noch ein Vlog demnächst und dann löse ich mal auf, was ich hier in letzter Zeit so am Vorbereiten bin.
Und bis dahin bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ich habe jetzt erstmal richtig schön Ferien. Keine Ahnung, ob ich demnächst was hochlade. Ich hoffe, es wird viel, aber ich bezweifle es. Also, keine Ahnung. Ich habe immer noch einen riesen Batzen Minecraft-Blockaufnahmen von vor anderthalb Wochen auf dem PC, die ich immer noch nicht gerendert habe. Meine Dummheit, dass ich mich nicht mit Ogninrak zusammensetze und das endlich mache. Okay, auch ein ganz kleines Stück seine Doofheit, das eher nicht, aber nein, ganz doll mein. Also ich bin schuld hier, Oggi, nicht deine Schuld. Wir müssen uns halt zusammensetzen und den Scheiß schneiden und das haben wir noch nicht getan und deswegen kommt noch kein Minecraft. Und bevor ihr rumheult, es kommt, ich kratze mich. Bildschirm, Kamera. Werde ich es irgendwann hinkriegen? Bis zum nächsten Mal. Eigentlich hatte ich gerade so ganz spontan die Idee, mir das Ding so an den Kopf zu halten, abzudrücken und so einen Schusssound einzufügen, aber ich glaube, es wäre leicht unpassend. Außerdem wackelt das noch rum und ich muss das noch festkleben und fertig machen und Silber ansprayen und awesome! Ratet, was ich am Vorbereiten bin. Guckt die Grey Man, lest die Grey Man, saugt die Grey Man in euch auf. Ich gehe jetzt baden.